Guten Abend. Also, dann fange ich mal an mit den Dankeschöns. Also, unsere Schauspieler, ein ganz großes Dank an Dirk Bender, der auch heute irgendwo hier sitzt. Das wäre das Film doch schon sehr geworden. Dann an Frank Richards, Nina Weiß, Dirk Bender hatten wir schon, Susan Ehrentock, an Alexander Hauer, an Sean Canty, Joachim Zons und Christian Fredericks. Und er hat zwar nicht mitgespielt, aber hey, verdammt, Nikolai Wüstemann, wir lieben dich. Ja, der Film lebt auch sehr von seinem Soundtrack. Diese wunderschöne Musik hat uns der Martin Lemar geschrieben. Der ist leider gerade in Türkei mit seiner Band. Würde gerne hier sein, deswegen ganz großes Dankeschön und Grüße in die Türkei. Dann natürlich an den Steve für das wundervolle Sounddesign, das die Musik nochmal unterstützt. Und wir sind total glücklich. Danke für die Nachtschichten. Auch ganz großes Dankeschön an den Paul und den Markus. Die haben uns diese wunderschöne Interfaces gemacht und das Hologramm. Und man konnte so super mit denen arbeiten. Vielen, vielen Dank. Das hat den Film nochmal optisch sowas von aufgewertet. Und ja, in der Postproduktion wird es auch immer noch ein bisschen knapp. Da hatten wir auch noch eine ganze Handvoll Helfer, zum Beispiel den Nikolai, den Johannes und den Benny, die neben ihren ganzen anderen Projekten und ihrem eigenen Projekt bei uns auch noch ihre Hand mit drin hatten. Vielen, vielen Dank dafür. Dann gab es natürlich auch noch einige Unternehmen, die uns unterstützt haben, wie zum Beispiel Wiegärtner Film, die uns Equipment zur Verfügung gestellt haben. Solid Angle hat uns Arnold-Lizenzen bereitgestellt und die Rebus Farm hat uns 50% der Rinderkosten erlassen. Außerdem hat das Hotel Mercure uns fast alle Übernachtungen für die Schauspieler gesponsert. Der Beck hat uns wieder mit Brötchen versorgt. Und dann hatten wir natürlich einige Locations, wo wir drehen durften. Das war einmal Febrümöbel in Ansbach. Schwierig. Das Königsbad in Forchheim, die Praxis Dr. Hobelsberger, das B-Quadrat hier in Nürnberg und der Herr Valentin hat uns die Bruchbude zur Verfügung gestellt, wo wir erstmal die Junkies rausvertreiben mussten. Der Film wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht ungefähr 70 Leute mitgearbeitet hätten. Also es war das größte Projekt, das wir alle bislang gemacht haben zusammen. Es haben so viele Leute geholfen, teilweise 2 Wochen lang am Stück, um jetzt nur ein paar wenige zu nennen. Jasmin, vielen lieben Dank. Julia ebenso. Nadine hat für uns die Kostüme gemacht, was ein wirklicher Aufwand noch bedeutet. Das hätten wir nicht noch zusätzlich geschafft. Dann Markus und Paul wurden schon genannt. Die Ina, die hat für uns geschminkt. Das hat auch ganz, ganz viel abgenommen an Hilfe. Vielen, vielen lieben Dank auch an alle diejenigen, die ich jetzt nicht nennen werde. Es waren wirklich, wirklich viele, ganz, ganz viele, die wirklich nur kleine Parts geleistet haben. Ohne diese 70 Mann wäre der Film nicht zustande gekommen und wäre auch jetzt nicht das, was er gerade ist. Applaus, würde ich sagen, dafür einmal noch. Dann war dieses Projekt doch ein bisschen teurer, als wir anfangs vermutet hatten. So ungefähr das Doppelte hat er dann gekostet. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir das nicht über Crowdfunding finanziert hätten. Wir haben über Startnext ganz, ganz viele Einnahmen bekommen von ungefähr 100 Leuten, die da gesponsert haben. Seien es jetzt 5 Euro oder 200 oder 500 Euro, wir haben ganz, ganz viel zusammenbekommen, hätten wir nicht alleine stemmen können. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür auch an alle diejenigen, die jetzt gerade da sind. Dann auch noch einen ganz, ganz lieben Dank an unsere beiden Hauptsponsoren. Das ist einmal der Olaf Schneider von Profund Bauträger. Der hat uns ganz großzügig unterstützt, ist auch heute hier mit im Publikum. Und die Kanzlei Schmidt und Kollegen, die waren sehr, sehr großzügig, die haben ungefähr die Hälfte des Films bei uns getragen. Ohne ihn und seine Kanzlei wäre es nicht möglich gewesen. Auch vielen, vielen Dank. Man kommt einfach nicht ohne Spucker aus. Dann von uns allen nochmal ganz, ganz lieben Dank. Wir hatten alle Partner, die uns zur Seite standen, während der Drehzeit vor allem, dass man es dann irgendwie akzeptiert, dass der Partner nachts um 2 noch ins Bett geschlichen kommt und in der Früh um 7 wieder raus muss. Die Familien auch, also
die Mütter, die Väter, die einem wirklich wortlos Unterstützung leisten und keine Gegenleistung mit mir verlangen. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Familien, egal welches Team jetzt, dass ihr uns immer unterstützt und es durchgehalten habt. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich mich auch noch bedanken bei einfach euch Vieren. Das war das schönste Projekt, das ich bislang gemacht habe. Und das war wirklich, wirklich toll. Andi, vielen lieben Dank, der beste Kameramann, der sich bei Wind und Wetter wirklich bei Holland ins Meer reinstürzt, sein iPhone nass macht und seinen ganzen Geldbeutel. Ich finde, dafür hat er einen kleinen Oscar verdient. Darum hat sich seine Freundin gekümmert. Abgeräumt mit dem Film, das ist natürlich schon mal super. Läuft ja schon gut, würde ich sagen. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt fertig, Bachelor. Wir sind weg. Ihr habt uns los. Es gibt keine Filme mehr vom Dream Team. Aber dafür kommen ganz viele andere Dream Teams, die auch irgendwann ihren Bachelor machen, wenn es nicht so läuft wie bei Musili Mädels. Nein, ihr habt es ja auch geschafft, also von daher ist alles gut. Schönen Abend euch noch. Danke an Jürgen und die WO hört einfach nicht auf zu reden, aber Produktion und so weiter ist klar. Ja, ich wollte noch vom ganzen Team, Jürgen, vielen lieben Dank. Übrigens hat er mir vor einem halben Jahr das Du angeboten. Vielen Dank, dass du uns immer unterstützt hast. Wir haben es in einem Semester geschafft. Das hast du nicht ganz geglaubt. Hat funktioniert. Wir lieben dich. Ich liebe euch. Ja, noch nicht alle, ne?